Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Kreatin und wie man das Ganze richtig einnimmt und besonders in der Diät. Ja, Leute, ich habe lange nicht mehr so ein Video gemacht, wo ich einfach nur quatsche mit euch. Aber heute ist so ein Tag und ich bin auf Diät. Jetzt schon seit, wie lange jetzt schon? Ja, eigentlich so richtig seit Januar, aber seit 3 Wochen echt extrem für ein Videodreh. Und ja, meine Form zeige ich euch natürlich noch nicht, wie ihr seht. Das Form-Update filme ich diesen Sonntag und kommt dann voraussichtlich die Woche darauf. Also wir haben heute den 17. Februar, damit ihr Bescheid wisst. Ich switche mal kurz das Outfit und dann kann ich ohne Zensur weitermachen. So Leute, das Thema Kreatin ist ja ein sehr, sehr interessantes Thema. Es wurde schon oft angesprochen, aber ich habe auf Instagram Fragen bekommen, was für Nahrungsergänzungsmittel ich für am sinnvollsten und effektivsten halte. Und da spielt Kreatin auf jeden Fall eine Rolle. Alles, was ich hier erzähle, gibt es in Studien und Belegen und ich tue die alle in die Beschreibung. Das heißt, ihr könnt nochmal selber nachlesen. Ich werde nicht alles einzeln hier einblenden, weil das würde zu viel werden. Aber wenn ihr nochmal selber Research betreiben wollt, dann könnt ihr euch das alles reinziehen und selber nachlesen. Und zwar der erste Punkt ist ja, Kreatin ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was schon ultra viel erforscht wurde. Und ich sage euch eins, es ist immer bewiesen worden, dass es wirklich etwas bringt. Allerdings gibt es auch viele, viele Mythen, die decken wir vielleicht auch so ein kleines bisschen auf und viel Spaß dabei. Ja, also Punkt Nummer 1 ist ein ganz wichtiger Punkt und zwar, was bringt Kreatin überhaupt? Also Kreatin ist natürlich auch in Nahrungsmitteln enthalten, zum Beispiel in Fleisch, in besonders so Truthahn, Putenbrust, Rindfleisch und so weiter. Aber ihr könnt gar nicht so viel Fleisch essen, dass ihr da euren Kreatinbedarf decken könntet. Vor allem geht durch das Braten des Fleisches geht super viel des Kreatins verloren. Deswegen ist es fast unmöglich, das Ganze einfach auf natürlichem Weg ohne Nahrungsergänzungsmitteln zu sich zu nehmen. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Kreatin nehmen wollt, versucht nicht so viel Fleisch zu essen, sondern nehmt es mit Nahrungsergänzungsmitteln zu euch. Punkt Nummer 2 ist so ein Mythos. Kreatin zieht Wasser. Ja, das ist nicht ganz, ganz falsch. Kreatin bindet wirklich so ein bisschen Wasser, allerdings im Muskel. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie so aufgeschwemmt aussieht oder sowas. Also da kann ich euch beruhigen. Leute, die auch auf die Bühne gehen, nehmen immer noch Kreatin, sehen dann trotzdem nicht irgendwie aufgeschwemmt aus oder sowas. Jetzt ein ganz wichtiger Plan, der richtige Plan. Wie soll ich Kreatin überhaupt einnehmen? Wie muss ich Kreatin nehmen? Und da gibt es 2 verschiedene Methoden. Studien haben herausgefunden, dass beide Methoden funktionieren. Ihr seht natürlich mit Kreatin in einer Seite viel, viel praller aus. Die Muskulatur, wenn die voll ist mit Kreatin, ist sie einfach voluminöser und ihr könnt damit ein bisschen krasser aussehen. Und der zweite Punkt ist, ihr habt einen Kraftzuwachs. Das ist auch wirklich belegt. Egal ob Cardio-Training, Krafttraining oder allgemein die Performance wird dadurch verbessert. Wie das Ganze eigentlich funktioniert, das ist ein komplizierteres Thema. Ich habe es auch schon mal so ein bisschen erklärt in anderen Videos, aber wenn ihr darüber mal genau was wissen wollt, schreibt gerne in die Kommentare, dann mache ich so ein extra Video, weil das ist schon sehr wissenschaftlich und geht schon in Sportmedizin, Trainingslehre rein. Aber zurück zum Thema, wie nehme ich das ein? Methode Nummer 1 ist, ihr nehmt erstmal sehr, sehr viel Kreatin, so 20 Gramm am Tag und das sozusagen 6 Tage lang. Der Nachteil ist, das Ganze ist ziemlich teuer, wenn ihr so viel Kreatin auf einmal nehmen müsst. Kreatin ist natürlich jetzt kein Nahrungsergänzungsmittel, was ultra teuer ist. Besonders wenn ihr Monohydrat benutzt, ist es nicht so teuer, dass sich das kein Mensch leisten kann. Aber ihr verbraucht natürlich viel, viel mehr Kreatin, wenn ihr so eine Ladephase macht. Wenn ihr 6 Tage lang das Ganze genommen habt, schraubt ihr das danach runter auf 3 bis 5 Gramm pro Tag. Allerdings könntet ihr auch von vornherein 3 bis 5 Gramm pro Tag nehmen. Allerdings braucht ihr dann nicht nur 6 Tage, sondern bis zu 28 Tagen, bis euer Speicher wirklich richtig, richtig voll ist und die Muskeln voll mit Kreatin. Das heißt, wenn ihr Zeit habt und ein bisschen Geld sparen möchtet, dann nehmt ihr einfach die Variante Nummer 2. So mache ich das. Ich nehme 5 Gramm jeden Tag
Immer. Alles, was ihr dann zusätzlich an Kreatin nehmt, ist nämlich einfach nur verschwendet. Das heißt, das wird ausgeschieden durch die Nieren, abgebaut und landet dann beim Toilettengang in der Schüssel und davon habt ihr dann gar nichts mehr. Das heißt, alles, was ihr zusätzlich nehmt, ist eigentlich Quatsch. Außerdem, wenn ihr die Einnahme beachtet, es gibt ja so Transportmatrix, die und da Gelaber, das ist gar nicht nötig, aber nehmt Kreatin zu einer Mahlzeit mit euch, zu euch. Normalerweise nehmt ihr ja auch Kreatin durch eine Mahlzeit auf, das heißt durch Nahrungsmittel und genau das gleiche macht ihr einfach, wenn ihr Kreatin zu euch nehmt in Tabletten- oder Pulverform, dann nehmt ihr es einfach immer zu einer Mahlzeit. Dadurch ist die Aufnahme einfach viel, viel besser. Ihr könnt es auch in einen Shake mit reinmachen. Hauptsache, dass der Körper es so ein bisschen besser aufnehmen kann, ist es einfach wichtig, dass ihr das Ganze mit einer Mahlzeit kombiniert. Die Tageszeit dabei ist eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist nämlich, dass ihr den allgemeinen Pegel vom Kreatin aufrechterhaltet, so immer konstant auf einem Spiegel seid in eurer Muskulatur. Und da spielt die Uhrzeit nicht so richtig eine Rolle. Könnt natürlich, wenn ihr, für mich ist es einfach, ich nehme es jeden Abend und habe dann immer die gleiche Uhrzeit ungefähr, immer nach dem Abendessen nehme ich das Ganze und dann ist es fertig. Dann gibt es ja verschiedene Varianten von Kreatin. Kreatinmonohydrat, Krealkalin, mehrfach gepuffertes Kreatin und so weiter und so fort. Ich würde euch empfehlen, fangt mit Kreatinmonohydrat an. Wenn ihr das gut vertragt und nicht irgendwie Durchfall bekommt oder sowas, dann könnt ihr dabei bleiben. Die anderen Kreatinarten würde ich eher dann nur ausprobieren, wenn ihr wirklich merkt, dass ihr das einfach nicht gut vertragt körperlich. Und dann lohnt sich das zu switchen, weil die anderen Produkte sind alle teurer. Kreatinmonohydrat ist nicht so ein teures Supplement. Das kann man sich gut leisten, das ganze Jahr über. Achtet darauf vielleicht, dass es CreaPure ist. Das ist so das beliebteste Kreatin überhaupt. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Kreatin allgemein habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich mache gerne nochmal ein Video darüber. So habt ihr jetzt so einen ungefähren Überblick. Alles anderen Infos, wenn ihr nochmal genauer nachlesen wollt, findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, ich freue mich drauf. Nächstes Video. Vielleicht schon das Form-Update. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Form dieses Jahr wird. Es ist nicht die finale Form, die ich dann zum Beispiel für die FIBO auf die Bühne bringen werde, aber ja, mal sehen, wie das Ganze so ausgeht. Ich bin echt gespannt. Aktuell bin ich auf einem guten Weg, habe ich so das Gefühl. Und kraftmäßig ist auch noch viel drin. Das heißt, ich habe nicht so viel Muskulatur verloren, aber ich freue mich drauf, wie es letztendlich aussehen wird und das Ganze euch zu zeigen. Ich bin gespannt. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben, wenn euch das Video ein bisschen weitergeholfen hat und so ein paar Sachen dabei waren, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich trinke jetzt meinen Kaffee aus. Intervallfasten, Leute. Ciao.